Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum Schweizer Zeit Magazin. Wir sind hier im Hotel Meilenstein in Langenthal. Die Sendung entsteht wie immer in Zusammenarbeit mit Schweiz 5. Auch bei uns steht heute Corona im Mittelpunkt. Corona, wo sich langsam aber sicher oder zunehmend schnell auch zum Wirtschaftskiller entwickelt, solange man nicht weiss, wie lange dass der Lockdown, die Stilllegung von Hunderten von Betrieben, von Tausenden von Existenzen noch anhalten soll. Das ist das Thema heute und da haben wir zwei spezielle Gäste. Wir haben den Hausherr, also den Hotelier vom Meilenstein, den Herr Markus Bösiger, der da die leidende Person ist in Bezug auf die Massnahmen, die der Bund erlassen hat. Und dann haben wir bei uns den Herr Richard Aschberger. Er kommt von Grenchen, ist Unternehmer und er kandidiert im Kanton Solothurn für den Regierungsrat. Also für die Behörde, die Massnahmen erlassen muss, wo das Gewerbe dann zunehmend darunter leidet. Das Hotel Meilenstein ist ja nicht einfach ein Hotel, das am Strassenrand steht und wartet, bis Gäste kommen. Das ist ein Hotel, das ganz besondere Attraktionen anbietet, also wo man etwas kann erleben als Gast, etwas Besonderes kann erleben als Gast, auch als Familie. Also es braucht Aktivität, man muss etwas organisieren, damit Gäste kommen. Und jetzt möchte ich gerne von Ihnen, Herr Bösiger, erfahren, wie sich das entwickelt hat. Sie erleben jetzt den zweiten Lockdown. Der erste ist etwa 2 Monate gegangen. Der zweite geht jetzt dann auch schon 2 Monate. Aber ist verbunden mit der Ungewissheit, dass man nicht weiss, wie lange das noch weitergehen soll. Wie ist das jetzt für so einen Betrieb, wie Sie einen haben, in organisatorischer, in Attraktionen, die man bietet, aber natürlich auch in finanzieller Hinsicht. Bitte erzählen Sie mal ein bisschen aus Ihrem Erfahrungsschatz jetzt von den letzten 12, 14 Monaten. Ja, die letzten 12, 14 Monate, die sind, ist auch alles recht drunter und drüber gegangen. Wir haben also im 19. noch, haben wir eigentlich hier den Bau, wo das Hotel Meilenstein ist, fertiggestellt. Und wie ihr gesagt habt, oder, ist, wir uns beschäftigen mit der aktiven Freizeitgestaltung. Da haben wir, da hängt alles ein bisschen zusammen. Da ist das Fitness dabei, und dann haben wir ein Aquarium, ein grosses Aquarium, wir haben Physiotherapie, wir haben ein Fahrzeugmuseum, wir haben Eventräume, viele Eventräume, wir haben Seminarräume, wir haben Gastronomie mit etwa 1000 Plätzen. Und ein bisschen außerhalb haben wir auch im 19. Das Kinderspielland, das Kididom, fertiggestellt. Und das gehört eigentlich alles so ein bisschen zusammen. Wir haben, es ist recht gut angelaufen, alles zusammen, dann Ende 19. Und dann ist der grosse Schock im Anfang 20, oder, wo dann die Massnahmen sind gegriffen wurden, dass einfach die Läden sind zugemacht wurden. Jetzt ist also, das Hotel ist nicht stillgelegt worden, aber drum und dran ist vieles stillgelegt worden. Genau. Das Hotel ist ja eigentlich jetzt von diesem Komplex hier in Langenthal etwa 10%. Oder? Wir haben hier 85 Doppelzimmer und haben im Gutenburg Bad, das ist etwa 2 Kilometer weiter weg, haben wir noch 20 Zimmer. Die Hotel sind eigentlich nicht geschlossen worden. Aber es ist natürlich, weil das Umfeld ist zugemacht worden, ist es weit zu gewesen. Also wir haben, es hat etwa Hotelzimmer gebraucht. Einmal 1 Zimmer, einmal 5 Zimmer, vielleicht mal 10 Zimmer. Aber das ist eigentlich, das war nicht ein Nullsummenspiel, oder? Das war ein Sommer-Nullsummenspiel. Also, aber wir haben es einfach offen gehabt, weil wir jemanden vor Ort haben müssen, der schaut. Und das Restaurant war zu? Das Restaurant war zu. Ich weiss es aus eigener Erfahrung, es ist ein Restaurant, wo auch über den Mittag viele kommen, gehen zum Mittagessen. Das war zu? Alles war zu. Auch die Events. Oder? Wir konnten keine Events mehr machen. Weil wir sind eigentlich für das hier, für zum Events machen. Geburtstagsparty oder Firmenanlässe, Seminar und. Das ist eigentlich alles zu. Und
Sie haben ja im Dachgeschoss ein attraktives Bowling Center, das war auch zu. Das Bowling Center war auch zu, ja. Dort hat man ja lange nicht gewusst, oder, wie genau das muss angeschaut werden muss. Es hat ja geheissen, Sport kann man noch machen, oder? Die Freizeit ist aber zu. Aber Bowling, oder, wie schaut man es anschauen? Bowling ist ja eigentlich ein Sport, kann man sagen. Aber es hat uns niemand genau können sagen, das Amt für Sicherheit, auch die Hotline und so, wir haben noch nie eine genaue Auskunft bekommen. Darf man noch Bowling spielen? Darf man ohne Maske Bowling spielen? Jede zweite Bowlingbahn hat man dann gesperrt und hat mit Maske gespielt. Aber es war eigentlich nie so richtig klar gewesen, oder, was genau darf man und was ist genau nicht gestattet. Zu Ihrem Hotel gehört ja ein höchst attraktives Automuseum. Also Sie haben ein Formel 1 Auto zum Anschauen. Sie haben aber auch ganz spezielle Sportauto, Luxusauto, wo man aber auch kaufen kann. Also sie verkaufen auch vor allem luxuriösere, also teurere Autos. Wie ist denn das gegangen, jetzt während der Lockdown-Geschichte? Ja, also wir verkaufen nicht nur teure Luxusautos, wir verkaufen einfach die ganze breite Auto. Und es zählt eigentlich für alle das Gleiche. Auch einer, der ein bisschen normale, billigere Auto kauft, oder ein Occasionshändler, der einen Showroom hat. Die Showrooms sind einfach zugesehen, oder? Hättest du eigentlich niemand dürfen in einen Showroom reinlassen. Also, wenn einer so etwas. Hättest du das Auto nicht anschauen, wenn er die Idee hatte, ich will ein Auto kaufen? Ja, wenn er angerufen hat, hätte er sich einen Termin abmachen können und hätte man ihm das Auto rausstellen und das hätte er es nachher anschauen. Also man darf das gar niemandem erzählen. Ich meine, was hat jetzt das für einen Bezug mit Corona? Also das ist ja das, was sich die Bevölkerung immer mehr fragt. Also langsam, aber sicher wird klar, dass einfach da also richtig Willkür getrieben wird oder mit den Vorschriften und Massnahmen, die sie da. Haben Sie jeden Eindruck gehabt, weil bei Ihnen das Auto ein wichtiger Teil ist. Also meine, Sie sind ein Unternehmer, der mit Pneu handelt, also alles hat mit Auto zu tun. Sind Sie durch das besonders betroffen worden? Also haben Sie den Eindruck gehabt, weil ich jetzt mich mit Auto befasse, wie die ein bisschen besonders schikaniert? Ja, also oder wir haben uns natürlich Mühe gegeben, oder, die Massnahmen möglichst einzuhalten, weil es wird ja auch kontrolliert. Auf der anderen Seite haben wir gleich probiert, das Geschäft möglichst gut zu betreiben. Aber jetzt gerade im Pneuhaus, oder im Pneuhaus, ich verkaufe seit 40 Jahren Pneu. Wir haben den ersten Winter, wo wir eigentlich mit Terminen gearbeitet haben. Wir mussten mit Terminen arbeiten, für das man nicht so viele Leute vor Ort hat. Oder? Wir durften aber die Leute eigentlich nicht mehr dürfen im Showroom. Wir haben noch Showroom zum Pneuhaus. Die Leute durften nicht mehr im Showroom dürfen warten. Die Leute mussten außerhalb warten. Und durch das haben wir natürlich auch einen rechten Umsatzeinbuss gehabt. Es geht natürlich noch weiter, oder? Mit dem ganzen Homeoffice und so ist weniger gefahren worden. Oder viele haben gesagt, ja, vielleicht kann man ja dann nicht einmal Skifahren. In diesem Fall mache ich gar keine Winterpneu drauf. Oder ich lasse zum Pneu drauf und fahre nicht, oder? Jetzt noch eine letzte Frage da zu dieser Einleitung. Können Sie beziffern, wie gross der finanzielle Schaden, die finanzielle Einbuße war, jetzt, sagen wir, seit März vom letzten Jahr, also jetzt 11 Monate eigentlich sind das bald her? Ja, rund über ein Jahr, wir haben eventmässig, oder bei den Events und so, haben wir einen Einbruch gehabt von 95%. Also wir haben wirklich noch ein paar kleine Sachen dürfen machen. Seit langem hat es geheißen, noch mit 50 Leuten darfst du etwas machen. Dann hat es geheißen, noch mit 15 Leuten. Und am Schluss hat es geheißen, darfst du gar nichts mehr machen. Bei uns ist der Schaden also recht gross. Oder? Wir haben wahrscheinlich auch einen Schaden angerichtet jetzt, bei den Sachen, die hier zusammenhängen mit der aktiven Freizeitgestaltung, die uns betrifft, etwa von 5 Millionen. Ja, also allein Ihren Betrieb 5 Millionen. Das ist eigentlich die Betriebe, die mit uns zusammenhängen, das Fitness, dann das Kiddidom und dann einfach das Bowlingcenter, das Pneuhaus, das Hotel, Gastronomie.
werden sie als Härtefall angeschaut? Also kommt vom Bund etwas wieder ihnen zu gut? Ja, das weiss man ja noch nicht so genau. Das ist die ganzen Listen und das Zeug, was sie hier rausgeben. Oder? Da muss man schon einen Doktortitel machen, für dass man das Zeug ausfüllen kann. Also, ich habe jetzt schon Leute, die mir helfen und so, die sich hier reinbeissen in das ganze Zeug. Aber es gibt brutal viele KMUler, die wo jetzt einfach wirklich, das ist für die Bahnhof das ganze Zeug, oder? Die brauchen Hilfe und das ist nicht so lustig. Ja, Herr Aschberger, wir haben jetzt da eine Auslegeordnung gemacht. Mit was für Problemen KMU-Betrieb, da sind wir sicher in einem eher ein grösseren KMU-Betrieb, aber es ist noch ein KMU-Betrieb, mit was, dass die konfrontiert sind. Sie kandidieren jetzt für den Regierungsrat im Kanton Solothurn. Die ganze Lockdown-Geschichte hängt ja damit zusammen, dass der Bundesrat zuerst einmal eine außerordentliche Lage erklärt hat und damit massiv Kompetenzen, die sonst eigentlich das Parlament hat, auf die Regierung verlagert hat. Also es hat in gewissem Sinn Alleinherrschaft von der Regierung. Die Lockdown-Massnahmen, die hat die Regierung beschlossen, ohne dass das Parlament vor dem Beschluss hat können dazu Stellung nehmen. Man hat dann nachträgliches Gesetz daraus gemacht. Über das stimmen wir jetzt dann nächstens noch ab. Aber alles hat eigentlich auf Vollmachten beruht vom Bund, natürlich zum Teil auch vom Kanton. Also jetzt kandidieren Sie für so ein Amt, wo man allenfalls in solchen Umständen Vollmachten überkommt. Wie gehen Sie grundsätzlich mit dem System um, dass man die Vollmachten auf die Regierung übertragen kann? Ja, das ist natürlich ganz schwierig. Ich kann es jetzt auch vor allem exemplarisch auch noch zeigen beim Kanton Solothurn. Also es hat fast im Wochentakt hat es neue Verordnungen gegeben, wo das Parlament nur Ja oder Nein hat können sagen. Wir haben nicht dran etwas schreiben. Man hat sich zwar verlautbaren können, aber wir haben nicht direkt einen Einfluss nehmen. Und das ist äußerst schwierig. Auch jetzt gerade mit diesen Härtefallmassnahmen, mit diesen Regelungen, die man zuerst gesehen hat, das funktioniert nicht. Der Herr Bösiger hat das auch angesprochen, dass man dort wirklich mindestens einen Doktortitel müsste haben, dass man das überhaupt können ausfüllen kann, dass man sich dort bewerben kann um die AFO-Perdue-Gelder. Das ist ganz, ganz schwierig. Also ich sehe das sehr kritisch. Hat sich dann das System im Ganzen gesehen bewährt? Also finden Sie, es ist trotz allem, obwohl es schwierig war, es ist richtig gewesen, dass man gesagt hat, die Regierung macht alles, das Parlament könnte vielleicht noch diese und jene Bemerkung dazu machen, aber eine Mitverantwortung, Mitentscheidung haben das Parlament keine mehr gehabt. Eben, das ist ganz eine schwierige Entscheidung und ich bin dort gar nicht dafür. Wir haben ein Parlament dafür, das muss handlungsfähig bleiben. Und das kann eigentlich auch nachher die Impulse und die Rückmeldungen aus dem Gewerbe und von den Unternehmen kann es überhaupt erst einspeisen. Wenn ihr ein abgehobenes Gremium habt in einem ÖVP-Turm, dann kommen solche Sachen raus, wie wir jetzt auch hier dürfen erleben. Oder vom Kanton Bern her wissen wir es, dass Bücher dürfen beispielsweise nicht kaufen, Schuhe könnt ihr nicht kaufen in Laden, anprobieren, aber Erotikbetriebe sind offen. Und das versteht der normale Bürger nicht. Ich verstehe das auch nicht. Und da muss man sich nicht fragen, wenn natürlich auch die Regierung immer wie mehr unter Druck kommt. Sie sind der Meinung, man hat zwar das Vollmachtenregime gehabt, aber es ist nicht unbedingt zurückhaltend gesagt, nicht unbedingt gut rausgekommen dabei. Warum denn nicht? Sind die Regierungen überfordert? Können sie das nicht? Was klemmt denn in der gegenwärtigen Situation? Ja, der Kontakt zu der Bevölkerung und zu den Gruppierungen, die es natürlich betrifft, eben das Gewerbe, die Unternehmer, die sind außen vor. In der Regel bei den ganzen, also sei das beim Bundesrat oder jetzt auch beim Regierungsrat im Kanton Solothurn. Und da kommen eben Massnahmen raus, die einfach nicht durchdacht sind. Jeder und jede, der je für einen Regierungsrat irgendjemand kandidiert hat, hat immer betont, es braucht Führungskompetenz. Also genau das, was wir jetzt haben müssen, das braucht es. Und offenbar sind Sie der Auffassung, es ist nicht so gut rausgekommen, wo wir
die Führungskompetenz hätte müssen beweisen müssen? Ja, sie tun dort ein bisschen unterscheiden. Beim ersten Lockdown konnte ich eine gewisse Unsicherheit noch nachvollziehen. Es hat niemand genau gewusst, was passiert. Wie schlimm ist der Coronavirus und so weiter? Was hat das wirklich für Auswirkungen? Aber jetzt sind wir unterdessen gleich ein Jahr in dieser außerordentlichen Situation drin. Und mir denkt es einfach, man lernt nichts daraus. Also man hat jetzt 10, 11 Monate hat man Zeit gehabt, um zu eruieren, wo sind eigentlich die Ansteckungshärten. Aber wir wissen nach wie vor nichts. Und das ist für mich einfach, das ist eine mangelhafte Leistung, ich kann es nicht anders sagen. Es ist ja ein Vorgang, der zur Politik gehört, dass man einigermaßen überraschend plötzlich mit Fakten konfrontiert ist, wo man nicht damit gerechnet hat. Hat man dann eine gewisse Ahnung, wenn man kandidiert oder wenn man in einer solchen Verantwortung drin ist, wie man mit so einer Situation umgeht? Was macht man? Rennt man an die Medien und sagt, es ist schon noch schlimm, wir wissen nichts? Oder, wie geht man um, wenn man mit einer ich frage Sie auch als Unternehmer, das passiert Ihnen auch als Unternehmer, wenn man plötzlich mit einer Situation konfrontiert ist, wo man merkt, das betrifft mich stark, ich habe nicht damit gerechnet? Nein, man muss zuerst mal die Fakten haben, die Faktenlage genau analysieren und nachher entscheiden. Und jetzt für mich, ich habe selber Betriebe, der eine ist auch, der mit Leuten zu tun hat, im Dienstleistungsbetrieb. Wir haben dort genau gleiche Einschränkungen gehabt. Und wenn ich Massnahmen greifen muss, dann probiere ich das, bildlich gesprochen, mit einem Skalpell zu machen. Das, was die Regierung gemacht hat, war mit der Kettensäge agieren gewesen. Und dementsprechend haben wir jetzt einen unglaublichen Landschaden, den wir verursachen in der ganzen KMU-Landschaft. Also kann man sagen, der gute alte Begriff Lagebeurteilung hätte mal zum Zug kommen müssen. Ich glaube, das kann man schon im Rückblick festhalten, dass das letzte Jahr im März ist man sehr überrascht war und hätte tatsächlich nicht gewusst, was jetzt da oder wie gefährlich das ist, was da passiert. Wer ist bedroht, wer ist weniger bedroht. Aber so 2-3 Monate später hat man das einigermaßen gewusst. Ich meine, Herr Bösiger, man hat ja zum Beispiel klar festgehalten, ernsthaft gefährdet, eventuell lebensbedrohlich gefährdet, sind die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, also die Senioren. Jetzt all die Massnahmen, wo sie davon betroffen worden sind, hat das einen Zusammenhang gehabt damit, dass man mit dieser Massnahme ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger besonders geschützt hätte? Ja, nicht den Eindruck gehabt. Ich hatte den Eindruck gehabt, es ist einfach irgendetwas gemacht worden, ohne dass man sich ganz speziell jetzt auf die älteren Generationen konzentriert hat. Oder? Also, das ist nicht speziell jetzt zum Beispiel Altersheim oder das Alterssiedlungen oder eben sich konzentriert auf ältere Leute. Man hat einfach Flächenbrand ausgelöst. Oder? Auf was hat man dann geschaut, wenn man Massnahmen erlassen hat? Wenn man an sich gewusst hat oder mit der Zeit klar gewusst hat, wer echt gefährdet ist von dem, und dann hat man Massnahmen getroffen wie die Stilllegung, Schliessung von der Restaurant, Club und so weiter, also alles Institutionen, wo also Senioren relativ selten frequentieren, also Altersheimbewohner relativ selten frequentieren. Auf was hat man dann geschaut? Eben, man hat es nicht gewusst. Und darum sage ich, im ersten Lockdown kann man es noch einigermaßen entschuldigen, was jetzt so passiert ist. Beim zweiten Lockdown geht das nicht, weil ich habe nirgends eine Studie gesehen, dass man sich beispielsweise enorm viel bei Restaurants oder so angesteckt hat. Gar nicht. Weil sonst muss man nachher noch mal darüber diskutieren, wieso dürfen nachher Kantinen einen offen haben. Das ist einfach für mich auch, wie das gesagt hat. Es ist reine Willkür. Und was mich halt besonders ärgert, eigentlich hat ja auch die Schweiz hat das seit SARS 2003 gewusst, was jemand kommt, was man für Massnahmen sollte greifen sollte, auch bei der Grenze, beim grenzüberschreitenden Verkehr, bei der Einreise in die Schweiz. Es ist, glaube ich, bis heute nicht so. Sonst müsst ihr mich korrigieren im Flughafen Zürich. Wenn ihr ankommt mit dem Flugzeug, dann geht ihr nicht durch ein Screening durch, wo man Temperatur misst oder etwas. Das hat es vor 18 Jahren gegeben. Und jetzt, seit 11, 12 Monaten, das hat es nie mehr gegeben. Auch der Busverkehr ist nicht eingeschränkt worden oder irgendetwas. Also, für mich ist es reine Willkür. Es geht einfach nicht so.
Hingegen ist das Corona, muss man sagen, seit einem Jahr sozusagen jeden Tag das Hauptthema in den Medien. Also an der Medienfront ist unglaublich viel passiert. Und man kann ja sagen, ich meine, wir haben Medien, die man fast als Monopolmedien kann bezeichnen kann, wo man Gebühren muss zahlen muss. Da hat man ja die Möglichkeiten gehabt, einheitlich zu informieren, was passiert und was man dagegen macht. Hat man ja auch nicht unbedingt den Eindruck gehabt, es ging so, oder? Es hat sich jeder können melden. Es ist plötzlich jeder ist ein Experte gewesen. Auch Experten, die dann schon in Pension gegangen sind, haben sich dann gleich wieder im Tagesrhythmus können melden. Der Bundesrat hat etwas vermeldet. Jede Kantonsregierung hat etwas ein paar Stunden später vermeldet. Und auch die Taskforce ist immer wieder gekommen, weil eigentlich der Bund sollte beraten. Aber die macht selber Medienmitteilungen. Also als normaler Bürger, auf was soll ich hören? Weil der hat irgendwie 5 verschiedene Meinungen pro Tag. Was stimmt jetzt? Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass eine Behörde, die in der Verantwortung steht, auf einem Gebiet, wo man muss sagen, keiner von dieser Behörde ist Experten auf diesem Gebiet, dass er Experten holt und sich von diesen Experten beraten lässt. Also, dass man so eine Taskforce schafft, wo Sachkompetenz vorhanden ist, wo man aus verschiedenen Blickwinkeln den handelnden Behörden Vor- und Nachteile von Massnahmen, die man diskutiert, kann erläutern. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Aber so ist es ja gerade nicht gelaufen bei uns im Land. Nein, eben leider nicht. Eben auch als Unternehmer, wenn ihr ein Gebiet habt, wo ihr nicht rauskommt, dann holt ihr Expertenrat ein. Aber der Experte geht nachher auch nicht selber an die Medien und sagt, was richtig ist. Oder? Also darum, Kommunikation war mangelhaft, wie ich es vorher schon gesagt habe. Und ich meine, man muss ja auch sagen, die Experten sind mindestens in der Anfangsphase natürlich auch mit völlig neuen Tatsachen konfrontiert gewesen. Und dann hat sich dann das, was sich an den Medien abgespielt hat, ja mehr als eine Rechthaberei, einen Streit entwickelt. Und ich meine, gut, das haben sie jetzt eigentlich gesagt, oder? Wenn man Experten beruft, dann nachher sind die Experten nicht die, die Pressekonferenzen geben, sondern die, die der Behörde hilft, Entscheidungen möglichst richtig zu treffen. Was sagen Sie dann dazu, dass wir im Bund ja Mitte vom letzten Jahrzehnt eine gross aufgezogene, also eine Kaderübung gemacht hat mit dem Übungsgegenstand Pandemie, wo interessanterweise, wie man jetzt nachträglich erfährt, Ergebnisse geliefert hat, zum Beispiel, was der Bedarf ist an Schutzmitteln, die man braucht, die eigentlich hogenäuch bei dem sind, wo man dann Mitte letztes Jahr gefunden hat, das hätten wir sollen haben, aber wir haben es nicht gehabt. Ich meine, was halten Sie von solchen Übungen? Eben, also entweder macht man die Übungen und zieht nachher eine Lehre daraus und sonst kann man es einfach gerade lassen. Also wir haben das auch im letzten Jahr gesehen, wo es plötzlich geheißen hat, ja, wir haben zu wenig Ethanol zur Verfügung, um selber Desinfektionsmittel herstellen können. Und so wie es mir ist, auch jetzt nach knapp einem Jahr, wir haben keine relevante eigene Maskenproduktion, wenn man da schon Masken vorschreibt. Also wir sind eigentlich weiterhin unglaublich abhängig vom Ausland, auch vom Goodwill vom Ausland. Und auch nach einem Jahr sind wir sind nicht parat. Wir haben nichts daraus gelernt. Ja, jetzt reden wir ein Jahr später. Erfahrung hat man gesammelt von einem Jahr. Jetzt sind wir in einer Situation, jetzt da so um Mitte Februar herum, dass wir einen Lockdown haben, also eine Stilllegung, die formell bis Ende Februar geht. Es findet öffentliche Beratungen statt. Der sagt das, ein anderer sagt etwas anderes, wie es nachher weitergehen soll. Ich meine, sagen Sie jetzt einmal, Herr Bösiger, aus Ihrer Erfahrung als Unternehmer von einem Hotelbetrieb, der mit seiner ganzen Umgebung stark betroffen ist, wie lange kann die Unsicherheit noch weitergehen?
Ja, also in dem Sinn muss ich sagen, oder jetzt gerade in der Gastronomie, Hotellerie, muss ich sagen, oder ist, die Branche ist recht sozial eingestellt. Oder? Wenn ich jetzt unseren Betrieb anschaue, wir haben jetzt allein in der Gastronomie, Hotellerie, haben wir etwa 75 Angestellte. Oder wenn ich heute dem Bundesrat zuhöre und so, muss ich mich eigentlich fragen, du, eigentlich hätte ich dann auch nicht zusammen sollen können. Oder? Aber wir machen es ja nicht. Wir haben ja Verantwortung gegenüber den Angestellten und so. Wir glauben ja daran, dass wir das irgendwie in den Griff bekommen, für dass das Rad wieder normal von drehen. Aber es ist, wir sind brutal sozial eingestellt, wenn man das anschaut. Oder? Ja, aber wie lange halten Sie das noch durch? Ja, die einzige Möglichkeit, die wir jetzt eigentlich haben, oder, ist, dass wir schauen, dass wir aus der Substanz können leben können, oder? Die Liquidität einigermaßen können über Wasser behalten, oder? Mit den Banken verhandeln, für das man muss schauen, dass wir schauen mit den Banken, dass wir nicht zu viel amortisieren müssen oder die Amortisationen können einstellen können. Und einfach zu den Anlagen schauen, oder? Dass das wenigstens alles schön im Schuss behalten wird, dass nicht plötzlich aufgestauter Unterhalt da ist. Und einfach daran glauben, für dass irgendwann der Tag kommt, wo es wieder richtig trägt. Herr Aschberger, Sie haben ja sicher gewisse Chancen, dass Sie in anderthalb, zwei Monaten in einer Regierung sitzen und dann müssen der Öffentlichkeit, den Gewerbler, den KMU-Leuten gegenüber die Haltung vertreten von Ihrem Kanton, wie Sie jetzt weitergehen. Wie haben Sie im Sinn, die Situation anzupacken? Ich meine, klar, man will sagen, Sie kommen das Departement über, aber der Bürger, der jetzt an die Urne geht, der denkt doch an die Situation, wie sie jetzt besteht, wie sie ihn jetzt bedrängt, wie sie ihm jetzt Problem macht und sagt, ja, ich wähle den, von dem erwarte ich etwas, wo meine Problem entspricht, mir hilft, mit dem Problem zu Rand zu kommen. Wie gehen Sie mit dem um? Also ich gebe mir da sicher Mühe, dass ich klar und direkt immer agiere. Und auch wenn ich etwas sage, dann gibt es ein Ja oder ein Nein und nicht ein Vielleicht und ich muss noch fünfmal darüber schlafen. Also ich probiere das wirklich klar und deutlich zu machen. Das ist eigentlich auch das, was in der Politik fehlt. Der Herr Bösiger hat das vorher auch angesprochen. Die Unternehmen, die KMU, auch die Kleinen, die Einzelunternehmer und so weiter, die müssen eine Perspektive haben. Und die haben wir nicht. Wenn wir letzte Woche eine Pressekonferenz vom Bundesrat anhören und er sagt, ja, es geht auch nicht so gut aus wegen Ende Februar. Was will ein Unternehmen machen? Wir können nicht immer ein, zwei Mal pro Monat einfach darauf hoffen, dass vielleicht kann man den wieder aufmachen kann, vielleicht auch nicht. Man muss planen können. Und sonst muss man irgendwann entscheiden, nein, wir machen nicht weiter, wir hören auf. Und das geht einfach nicht. Was ist Planungsgrundlage? Also was ist der Ausgangspunkt, dass man dann Entscheidungen trifft? Also bis jetzt sind ja das immer Infizierungen oder erwartete Infizierungen. Geht das so weiter oder wie sehen Sie das? Eben, was man hier genau für Parameter hat, die kenne ich nicht. Mir denkt es auch, das ist ähnlich wie in Deutschland, dass die Parameter alle paar Wochen ändern. Man tut sie wieder anpassen. Das ist jetzt wie mit der neuen Mutation, wo man ist. Jetzt heisst es plötzlich, die Inzidenzen und so weiter müssen wir dann vielleicht noch anschauen, weil sie könnten dann schneller steigen und so weiter. Wir müssen einfach mal abwarten. Aber die Leute können einfach nicht mehr abwarten. Und wenn man einfach sagt, vielleicht machen wir im März auf, vielleicht ist es April, vielleicht ist es August. Ich weiß nicht, wie lange das die Leute noch wollen mitmachen. Also man kann ja im Vergleich zwischen der Schweiz und Deutschland feststellen, etwas hat die Schweiz besser gemacht, nämlich dass sie dort im März, April 2020 sofort mit diesen Übergangskredit parat war, wobei es aber Kredite sind, wo die in Anspruch genommen haben, müssen zurückzahlen. Aber in Deutschland rechnen wir ja damit, dass bis im Sommer rund 50'000 KMU-Betriebe pleite gehen. Da hängt ein Arbeitsplatz, da hängen Familien dran. Also das ist dann eine rechte Katastrophe. Ich meine, was macht man in der Schweiz, dass man das abwenden kann? Ähnliches kann abwenden? Eben. Da müsste man eigentlich jetzt wieder sagen, dass man die kleinen Läden
Gastro und so weiter, dass man das wieder aufmachen kann, weil man hat einen Haufen Geld in die ganzen Schutzkonzepte investiert. Ich bin ja selber Verwaltungsrat von einem Gastrounternehmen. Wir haben zigtausende von Franken investiert in Plexiglas, in andere Bestuhlung, mehr Abstände und. Und wir haben keine dort spezielle Infektionsherde gehabt. Die waren nicht nachweisbar in der Gastro-Szene. Und gleich, man hat einen Haufen Geld investiert und nachher hat es geheissen, wir machen euch jetzt gleich zu. Und was halt einfach die Regierung offenbar einfach nicht gesehen ist, was dort alles hinten dran ist, wenn ein Restaurant Probleme hat und irgendwann vielleicht in Konkurs geht. Also es sind ja auch wieder die Lieferanten und so weiter, das schlägt durch bis zum Bauer. Und nachher auch die Stundenlöhne für Catering, also ich nehme an, der Bösiger hat auch Catering und grosse Events gehabt. Die Teilzeitarbeitenden, die sind alle weg, die haben seit einem Jahr teilweise haben die keine Arbeit mehr. Und das heisst, die sind nachher automatisch auch beim Staat auf Staatshilfe. Und das ist eigentlich nicht die Idee. Ist es ursprünglich nicht so gewesen, dass man den Lockdown das letzte Jahr, also da im März 2020, hat man ja nicht das letzte mit begründet, dass man gesagt hat, die Spitäler platzen aus allen Nähten, man hat keine Intensivbetten mehr frei und so. Also man muss etwas machen, damit die Spitäler mit den Patienten, die mit Covid-19 eingeliefert werden, zurechtkommen. Das war ja dort der Massstab. Diese Begründung gehört man heute im Zusammenhang mit dem Lockdown oder mit dem unendlichen Lockdown, wo man jetzt damit konfrontiert ist, eigentlich nicht mehr. Ist denn die falsch gewesen das letzte Jahr? Und muss man jetzt sich anders orientieren? Nein, also, wie ich es vorhin gesagt habe, im ersten Lockdown ist für uns, da sind wir alle in einem dichten Nebel unterwegs gewesen. Wir haben nicht gewusst, was kommt. Wir haben nicht gewusst, kommt die Welle, wie hoch ist sie, wen betrifft es. Heute wüssten wir es, oder? Nach knapp einem Jahr. Aber man ist irgendwie immer noch im Blindflug unterwegs. Und das, ich möchte einfach noch einen Punkt erwähnen, auch von den Unternehmen her. Im ersten Lockdown, gerade weil eben, es sind Kredite zur Verfügung gestellt worden, viele Unternehmen haben den genommen, aber sie haben auch einen Haufen eigenes Geld wieder investiert, weil sie wussten, das geht vielleicht 6 Wochen, dann können wir wieder aufmachen und davon wirtschaften. Also haben sie nochmal Geld in die Betriebe investiert und nachher ist der zweite Lockdown gekommen. Das heisst, die Reserven sind aufgebraucht und darum ist es jetzt so essentiell wichtig, dass die Liquiditätshilfen sofort fließen. Wir haben nicht Zeit, 2-3 Monate abzuwarten und zu Millimeter, weil sonst sind die Betriebe weg und eben der gesamte Rattenschwanz. Und das ist das höchste Risiko, dass wir nachher einen Konkurs in der Schweiz haben. Der eidgenössische Finanzminister gehört ja, also der Ueli Maurer, gehört der gleichen Partei an wie Sie. Und er betont bei diesen Geldern, die hier freigegeben werden, schon auch immer wieder mit Nachdruck, irgendwie müssen dann die wieder einmal reinkommen. Wer ist das, der die dann reinbringt? Der Staat hat nur das Geld, das er von den Steuerzahlen der Bürger hat. Und mit dem muss er sorgsam umgehen. Aber für mich ist auch klar, wenn der Staat befüllt, du Unternehmer machst den Betrieb zu, dann zahlt auch der Staat für die Ausfälle. Herr Bösiger, es ist jetzt etwa eine Woche oder vielleicht 10 Tage her, wo ein Mitglied von dieser Taskforce ziemlich aufgeregt vor den Medien auftreten ist und das Wort gebraucht hat, das ist nachher auch in allen Zeitungen gekommen, die Schweiz befindet sich im totalen Blindflug. Wir müssen den Lockdown verlängern. Es weiss niemand, wo es hingeht. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie das gehört haben? Ja, das ist noch schwierig, eigentlich, wie er sagt, oder? Dichter Nebel. Und ich habe nicht das Problem, wenn der Bundesrat kommt und sagt, ich mache zu. Aber er muss sehr sagen, er finanziert es. Er kann nicht einfach kommen und sagen, wir machen zu und niemand finanziert. Er muss kommen und sagen, wir finanzieren, wir müssen aber zumachen, weil wir nicht wissen, was passiert. Anders geht es nicht. Oder? Und mit diesen Konkursen und so, ich habe erst gehört, dass es ja gar nicht so schlimm ist in der Schweiz mit diesen Konkursen. Das mag im Moment schon der Fall sein, aber Ethik und Moral jetzt im Gleichgewicht zu den KMUler, oder? Viele Lieferanten helfen mit an denen, die die Läden müssen zutun, oder? Wir helfen einander gegenseitig, aber irgendwann ist das auch fertig. Auch mit den Mieten. Wir selber, wir haben auch Mieter. Wir haben 2 Restaurants, die wir noch vermietet haben. Dort verlangen wir gar keine Miete.
Wir haben KMUler, drei Gielen, die haben alle sehr ein Geld investiert, 250'000 Franken, so eine Laserdeck-Arena, die haben dort 1'400 Quadratmeter gemietet. Die sind gerade fertig geworden, haben sie den Laden gerade zugemacht. Dann. Die können keine Miete zahlen, oder? Ich hatte zwei Start-ups, die mit Fördertechnik angefangen haben. Die haben italienische und chinesische Produkte. Haben gar nichts bekommen, denn, wo gerade zugemacht wurde, Italien, China, oder? Die haben frisch angefangen, die können keine Miete zahlen, dann hat man geholfen. Aber irgendeiner ist, oder? Ist der fertig, oder? Der ist der fertig geholfen, wenn der alle Kessel leer sind, oder? Alles, was Sie jetzt erwähnen, das betrifft ja eigentlich den wertschöpfenden Teil der Bevölkerung. Also Unternehmen, grosse Unternehmen, kleine Unternehmen, die Wirtschaft tragen. Nun haben wir aber ja noch nicht so wenig Leute im Land, die Erlass veröffentlicht, also die sagen, was sie jetzt machen müssen, oder die ihnen sagen, sie müssen zutun. Die sind in recht guten Positionen. Also man hört damit, der Durchschnittslohn von jemandem, der beim Bund angestellt ist, der Durchschnittslohn, also von allen Chargen, die da gibt, ist bei 120'000 Franken im Jahr. Das ist also ein stolzes Geld, das also in der KMU-Wirtschaft nicht unbedingt, also sicher nicht Durchschnitt ist. Warum redet eigentlich nie jemand von Opfersymmetrie, dass auch die einen Beitrag leisten, damit die Belastung von diesen KMU-Betrieben, die staatliche Belastung, die steuerliche Belastung, kann etwas zurückgenommen werden, damit die zum Beispiel in die Lage versetzt werden, die Übergangskredite, die sie in Anspruch nehmen mussten, das letzte Jahr, dass die auch wieder zurückzahlen können. Warum ist das ein Tabuthema, dass man einmal sagt, Opfersymmetrie betrifft dann auch die Öffentlichen? Ich meine, man kann auch sagen, inklusive Bundesräte. Ja. Ja, das Problem ist halt einfach, oder, von denen, die ihr jetzt geredet habt, oder, die sind viel zu weit weg vom Puls. Von dem, was wir reden, hier. Oder von ja, denen, aber meine, wir können ja sagen, oder Gewerbler können sagen, so, jetzt kommen wir mal näher an, jetzt schauen wir mal die Situation an, was da entsteht. Was ist euer Beitrag? Meine, sonst ist das Wort Opfersymmetrie, das kommt an mich rasch, wenn es irgendjemand eine Belastung gibt. Aber jetzt würde die Opfersymmetrie bedeuten, dass diejenigen, die in gesicherten öffentlichen Positionen sind, auch ihren Beitrag leisten an die Situation, die entstanden ist. Ja, die Idee ist sicher gut, aber da bin ich ganz realistisch unterwegs. Das wird nie passieren, weil man hat eine Art wie Bestandesgarantie, Bestandesschutz und so weiter. Also da wird auch nie, auch nur einen 5-Liber, könnte man von einem Lohn dort wegnehmen. Vor Opfersymmetrie habe ich letzte Woche geredet, beim grossen Podium. Dort habe ich auch gesagt, man soll halt mal schauen, aus jedem Departement 5% rausnehmen. Ja, das müsste man ja nicht einmal jemanden entlassen und das wäre und das wär möglich. Aber meines Wissens kommen in der nächsten Session, in der März-Session vom Nationalrat, kommen so Anträge von einzelnen Mitgliedern vom Nationalrat. Also man könnte ja sagen, ja, wenn jetzt das Gewerbe aufsteht und sagt, jawohl, ihr habt diese Massnahmen erlassen, wir haben grosse Mühe mit denen zurechtgekommen, wir kritisieren euch nicht, aber ihr müsst einen Teil übernehmen von dem, wo das Land, wo das Gewerbe jetzt in diesem Land muss tragen muss. Also ich meine, das ist doch etwas, wo man könnte sagen, das dürfte in der Öffentlichkeit noch auf Echo stossen. Ja, auf jeden Fall. Also diskussionswürdig ist sicher, auch wenn es einfach ein Tropfen auf einen heissen Stein wäre. Wie hat der Herr Maurer gesagt, pro Tag kostet uns die Corona-Krise zwischen 100 und 150 Millionen. Man muss sich einfach mal die Summen vor Augen halten, oder? Und wir werden das nicht in 10 Jahren, wir werden das auch nicht in 20 Jahren können abarbeiten. Das ist etwas für die nächsten 2, 3, 4 Generationen. Aber wenn man sagt, der einzige Wirtschafts- oder der einzige Sektor im Land, wo zurzeit noch Stellenwachstum stattfindet, die sind tabu, die sollen in ihren Privilegien bleiben, die müssen nichts dazu beitragen. Dann geht es nicht 10 Jahre, dann geht es 30 Jahre, bis wir mindestens die Situation überwunden haben. Meine, also ich frage mich einfach, wieso soll nicht das Gewerbe, die KMU-Wirtschaft in aller Sachlichkeit darauf hinweisen, es ist von den Einzelnen nicht allein zu leisten. Es muss halt da vielleicht
meine, Steuern ist auch der ganze Staat. Also, gehen wir noch zurück zu den Massnahmen, die getroffen worden sind oder die nicht getroffen worden sind. Man hat, ja, ich glaube, da besteht heute sogar weitgehender Konsens, dass die eigentlich Gefährdeten sind Senioren. Also die Bewohner von Altersheimen, von Pflegeheimen, vor allem Söhne, die vielleicht schon früher mal mittlere oder eine schwerere Krankheit durchgemacht haben, die muss man besonders schützen. Und die Restaurantmassnahmen, die wir getroffen haben, sind kaum ein direkter Schutz für die besonders Gefährdeten. Was muss man denn da machen? Ich frage jetzt wieder Sie als Politiker. Muss man beim Pflegepersonal, bei den Pflege- und Altersheimen, muss man dort spezielle Forderungen aufstellen, spezielle Anordnungen treffen? Was muss man da machen? Also das Impfen wird jetzt sicher einen Haufen helfen. Da haben wir gar noch nicht geredet. Genau. Das wird sicher auch eine Entlastung bringen. Vor allem sollte man zuerst mal die Risikogruppen können impfen, weil die haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf. Und dementsprechend muss man dort intervenieren. Ja. Herr Bösiger, man redet, also die ersten Meldungen sind so Mitte Dezember gekommen. Man könne rascher impfen, als man ursprünglich gemeint hat. Immer gesagt, also am nächsten Frühling dann. Und im Dezember sind plötzlich die ersten Firmen kommen und sagen, wir haben Impfstoff, er ist in der Prüfung. Also es sollte möglich sein, ab Januar in breitem Stil zu impfen. Und es gibt Länder, Israel allen voran, die das auch sofort gemacht haben. In der Schweiz hinkt es hinterher. Bei den jetzigen Massen, wenn man sagt, ja, könnte da die englisch-südafrikanische Version kommen, so, man redet gar nie davon, aber bis die kommt, haben wir schon so viel geimpft, dass das gar keinen grossen Einfluss mehr hat. Wie sehen Sie denn da die Impfgeschichte in diesem Land? Ja, also rein vom Chef aus muss ich sagen, ist es auch wahrscheinlich ein bisschen verschlafen worden, dass wir da erst jetzt richtig haben können. Sagen Sie das nicht ein bisschen zurückhaltend, wahrscheinlich ein bisschen. Ja, also, ja, eigentlich ist es klar, oder? Aber wer das genau im Griff hat, das kann ich auch nicht beurteilen. Aber wenn man rundum schaut, wie es funktioniert, oder, dann haben wir dort schon ein gewisses Nichtsmangel, oder eindeutig. Ist es nicht, ich meine, man macht ja alles zentral jetzt in der Schweiz. Machen wir ja sonst nicht. Muss man nicht sagen, also die Idee, es muss zentral von Bern aus organisiert werden, ist grundsätzlich eine falsche Idee. Lassen doch die Kantone arbeiten, lassen die Ärzte arbeiten, die Arztpraxen, die Spitäler arbeiten. So wie es bei allen anderen Impfungen ja auch gibt. Das sind ja keine Staatsimpfungen, die man macht. Ich meine, wir leben zum Beispiel im Gebiet, wo man unbedingt eine Zeckenimpfung machen muss, weil man in den Wäldern ist man gefährdet. Hat doch noch nie Bundesbern gebraucht, um die Zeckenimpfung zu organisieren. In dieser Region, warum kommt man dann plötzlich auf die Idee, muss alles über Bern gehen? Vielleicht war das eine Frage von der Impfstoffbeschaffung. Aber dort wäre auch meine Idee gewesen, wenn man das schon sagt, man macht das zentral, dann verstehe ich nicht, wieso man jetzt das Militär beispielsweise braucht. Und sagt, man macht in den Regionen von der Schweiz, vor man jetzt auf Aufstellen von diesen Impfzelten und so weiter, Impfzentren. Und wenn der Impfstoff da ist, dann kann man am nächsten Tag loslegen. Wir wissen ja aktuell nicht, haben wir nächsten Mandy vielleicht 300 Dosen. 300'000 neue Dosen zur Verfügung und nachher haben wir nicht einmal die Infrastruktur, um das sofort unter die Leute zu bringen. Oder? Wir müssen schauen, dass wir vielleicht 100'000, 200'000 Leute mal pro Tag impfen können. Aber für das müssen wir die Infrastruktur haben. Sie bringen mich jetzt in Versuchung, eine bösartige Frage zu stellen. Ist Israel so weit voran beim Impfen, weltweit an der Spitze, weil sie eine hervorragende Armee haben und die wissen, wie man so etwas anpackt? Und dort, wo man einmal eine hervorragende Armee hatte in der Schweiz, aber sie jetzt nicht mehr hat, da kommt man nicht raus, wie man so etwas inszeniert. Ist möglich. Ihr habt vorhin eben die grosse Pandemie-Übung angesprochen. Man hat dort überall die Impfzentren und so weiter hat man in Planung gehabt. Wo sind die heute? Nirgends. Also auch wir zu Grenchen, wir sind eine der drei Städte im Kanton Solothurn, wir bekommen kein Impfzentrum. Und bei uns war das damals ein Übungsstandort in der geschützten Operationsstelle in einem Bunker drin, den wir haben, unterhalb des alten Spitals. Dort ist heute nichts leer. Und das ist für mich einfach unverständlich.
Reisefreiheit. Ich meine, es gibt Länder, wo wir keine Reisefreiheit haben im Moment, aber es gibt Länder, wo wir Reisefreiheit haben, wo sie vielleicht gewisse Probleme stellt. Ich denke da am Balkan. Wir haben Reisefreiheit im Balkan, weil wir natürlich sehr viele Leute haben in der Schweiz, die aus dem Balkan gekommen sind. Ich meine, wir haben natürlich auch Pflegepersonal, auch in Altersheimen, wo über die Weihnachtstage in Kosovo oder wo immer war. Man hat das einen Einfluss. Da können wir sagen, ja, Achselzucken drüber weg, das macht nicht viel. Nein, das hat absolut einen Einfluss. Ich habe dann Ende November auch im Kanton mal eine Meldung gemacht, dass ich gesagt habe, das wird heikel, weil wir haben einen sehr hohen Anteil von diesen Personen, gerade im Pflegebereich, wo man gewusst hat, die werden über die Weihnachtstage in die Heimat fahren. Das ist auch legitim. Aber wir haben auch zu kränken eben so einen gewissen Busbahnhof, einen Verkehr, wo vom ganzen Kanton her die Leute nachher in die Busse einsteigen und nach Serbien und so weiter fahren. Wir haben auch keine Kontrolle. Ich bin mir das auch anschauen, wie das ist beim Einladen, Ausladen. Natürlich haben wir vielleicht Masken, aber Abstände und so weiter hat es dann nicht gegeben. Es hat auch keine Kontrolle gegeben, wie jetzt an einem Flughafen oder so. Das ist einfach ein blinder Fleck gewesen auf unserer Landkarte. Und darum, wie vorhin gesagt, man ist weiterhin im Netz unterwegs. Und dort, wo halt ein erhöhtes Risiko ist, macht man nichts. Noch Bemerkungen dazu? Was man auch macht, vor allem in den Altersheimen, das ist die Isolation der Leute. Man macht es auch bei jungen Leuten und dort kommt man, wenn man ein bisschen recherchiert, zum Teil fast erschreckende Meldungen über. Nämlich, wie vor allem bei den jungen Leuten Depressionen zunehmen, die das nicht aushalten, so allein müssen sie sich nicht treffen können, sie nicht können mit Kameradinnen oder Kameraden irgendetwas unternehmen. Also, wie gehen wir mit dem Problem um? Meine, Sie, Herr Bösiger, Sie haben hier in diesem Hotel Anlagen, wo junge Leute kommen und junge Leute frequentieren und Freude haben, dass sie sich da betätigen können. Ja, also nicht nur junge, überhaupt Leute. Ja, aber ich meine auch junge, ja. Ja, genau. Also das ist das, was ich ja schon lange sage. Es fängt an von kippen, dass plötzlich mehr psychisch krank sind, wenn der Virus hat. Also, das ist ein Riesenthema, oder? Das Psychologische. Weil der Mensch ist ein Herdentier und wir sind ja gerne zusammen und machen zusammen etwas. Und wenn ich es begegne, und das ist jetzt langsam vor das an zu kippen. Es gibt jetzt auch gerade aus einem bekannten Kreis raus ein Mädchen, oder 30-jährige etwa, so richtig ein Zwirbu, oder? Ist eine gute Position, muss immer etwas gehen, oder? Und einfach plötzlich einfach psychisch krank, oder? Eingeliefert. Haben Sie Hinweise, dass Leute, die bei Ihnen vielleicht regelmäßig verkehrt und vielleicht regelmäßig Bowling gespielt haben oder so, dass von denen aus Ansteckungen ausgegangen sind? Also wir haben in unserem Betrieb jetzt über alles gerechnet. Kiddidom, Fitness, Bowling, Pneuhaus in unserem ganzen Verwaltungsapparat, kein einziger Fall. Und ich muss sagen, wo wir das Problem hatten, dass irgendjemand hier wegen irgendetwas in Quarantäne musste. Wir haben so Ding gemacht, so Kärtchen gemacht, oder, wo, dass man nicht mehr gängig musste Adressen und alles aufschreiben. Oder? Da hast du zum Beispiel können sagen, als Stammkunde bis 157, da hast du so eine Karte gehabt und so. Aber dass wir die Überblick hatten von unseren Gästen und alles, kein einziger Fall. Also. Machen Sie ein bisschen Bilanz, Herr Aschberger. Sie treten jetzt an für die Regierung in einer Situation, wo die Regierungen in ganz spezieller Situation sind und zunehmend in Kritik geraten. Weil die Bevölkerung sieht einfach den Kurs nicht, den die Regierungen fahren. Wie treten Sie das Amt an, wo Sie drin wollen? Eben, indem man immer klar kommuniziert und vor allem faktenbasiert. Und ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn jemand von der Regierung sagt, wir wissen aktuell nicht, was die Ausgangslage ist. Wir probieren es jetzt mal so. Oder
Einfach, dass man klar kommuniziert, dass die Leute wissen, woran das man ist. Also, Sie wären ja in der Lage, dass Priorität, also die Handelsentscheid, die wesentlichen, die kommen von Bern aus. Also der Bundesrat hat sich die speziellen Kompetenzen gegeben und die kommen von dort aus und Sie müssen sie übernehmen und dann im Einzelnen anordnen im Kanton Solothurn. Wenn Sie jetzt etwas sehen, was Sie als völlig falsch anschauen, was machen Sie dann? Ja, wenn es verordnet ist, können wir uns kaum dagegen wehren. Aber wo ich mich dagegen würde wehren, und das hat ja im letzten Jahr gemacht, ist, wenn der Kanton plötzlich Insellösungen machen will. Der Kanton Solothurn hat im Dezember frühzeitig Läden und Betrieb geschlossen. Und ringsherum war alles offen. Also sind die Leute halt einfach ihr Geld in die anderen Kantone bringen. Und das ist natürlich ein kompletter Witz. So haben wir ja, das da geschrieben. Das war aktive Sterbehilfe für unser Gewerbe. Und nichts anderes. Und einfach solche spezielle Überlegungen, sage ich jetzt mal, dürfen nicht passieren. Also, aktive Sterbehilfe, das ist jetzt gerade das Stichwort zum Schluss von dieser Sendung. Wir haben angefangen mit der Frage, entwickelt sich Corona zum KMU-Killer? Und Sie sagen jetzt, zum Teil ist aktive Sterbehilfe für KMU-Betriebe im Gang, insbesondere für KMU-Betriebe. Also, es ist eine Situation, die einem ohne jeden Zweifel Sorgen macht. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihren Wahlkampf. Machen Sie es gut und wir wünschen Ihnen, dass Sie Ihre Ideen, die Sie haben und Ihre Haltung, die Sie haben, in die Regierung können einbringen. Besten Dank für die Teilnahme. Besten Dank für Sie, Herr Bösiger, dass wir können im Meilenstein die Sendung machen und für die Beiträge, die Sie geleistet haben, aus den Erfahrungen, die Sie mit dem Meilenstein in den letzten 11 oder 12 schwierige Monate gemacht haben. Auch Ihnen wünsche ich alles Gute mit Ihrem Betrieb. Ich glaube, der Betrieb muss ein Schwerpunkt sein in Langenthal, eine Attraktion und etwas, wo die Leute herkommen, Freude haben, dass man beieinander ist, gerne beieinander sind, etwas unternehmen. Also sie sich aufführen können, wie Menschen sich aufführen, wenn sie miteinander sind. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind am Ende dieser Sendung. Besten Dank für Ihr Interesse. Bei den Zuschauern hier kann ich mich nicht bedanken. Es darf keine haben, wenn man so eine Sendung macht. Aber ich bedanke mich beim Aufnahmeteam. Die Sendung sehen Sie am nächsten Sonntag, die Wiederholung vom 3 bis am 4 und dann vom nächsten Montag an können Sie sie auf www.schweizerzeit.ch wieder anschauen. Und Sie wissen ja, jeden Freitag, Punkt 9, Schweiz 5, kommt Schweizer Zeit am Fernsehen. Danke vielmals, noch einen guten Abend.